Nach 8 Tagen hat Rekordnationalspielerin Birgit Prinz ihr Schweigen gebrochen und dieser Auftritt hatte es in sich. Prinz wollte nach der Kritik in den ersten Spielen sogar ihren Rücktritt erklären. In der ersten Emotion gab es sowas, wo ich echt gedacht habe, was soll das eigentlich, was tue ich mir hier eigentlich noch an? Es war aber Gott sei Dank nur die erste Emotion, über die ich dann auch irgendwie ja weggekommen bin. Aber ich denke, ja, am Anfang war das schon auch da. Die 14-fache WM-Torschützin ging aber auch selbstkritisch mit sich um. Es war einfach so, dass in meinen Augen auch die ersten 2 Spiele nicht gut gelaufen sind, dass ich es nicht geschafft habe, mit dem Druck entsprechend umzugehen. Ich habe mir selber Druck gemacht, ich wollte sehr, sehr gerne gut spielen. Ich wusste, wir haben sehr, sehr starke Konkurrenz auch in der Mannschaft. Ich habe gemerkt, von außen ist die Stimmung mir auch nicht unbedingt positiv zugetan, sondern man wartet eigentlich darauf, dass ich einen Fehler mache und schreiben kann, dass die Jungen besser sind als ich. Natürlich habe ich mich angegriffen gefühlt und natürlich haben mich auch einige der Vorwürfe aus der Presse getroffen. Ich glaube, es wäre komisch, wenn das nicht so wäre, aber ja, ich habe meine Zeit dann gebraucht. Ich glaube, ich habe sie auch genutzt. Ich hatte Gott sei Dank auch relativ viele Ansprechpartner in der Mannschaft und auch außerhalb der Mannschaft. Und ja, ich war jetzt der Meinung, dass ich das ganz gut jetzt irgendwie verarbeitet habe und dass ich das auch mich ihnen irgendwie stellen kann. Nun will sich Prinz wieder zurückkämpfen. Im Viertelfinale gegen Japan fühlt sie sich nun wieder bereit zu spielen. Aber mit einem Platz in der Startelf rechnet sie noch nicht.